Hallo, ich bin der kleine Höcke, das Sandmännchen. Nein, das ist natürlich nicht Höcke. Der hat schon längst abgebrochen. Ja, er fühlte sich nicht gut bei dem Interview. Das muss man so. Also ich habe das jetzt geguckt, diese 17 Minuten, die da gebracht wurden beim ZDF. Ja, bis dahin haben sie das Interview auch gedreht. Das ZDF wird kein Interview mehr kriegen von Herrn Höcke. Ja, und wie gesagt, ach ja, ich hätte weitergemacht. Also wenn ich jetzt Höcke gewesen wäre, ich bin jetzt nicht Höcke und das ist vielleicht auch gut so. Aber ja, ich bin, wie gesagt, im Moment... ach ja, ich würde mir lieber, also auf die politische Landschaft im Moment... würde ich mir eher einen runterholen, also einen Apfel da vom Baum. Ne? Aber von daher, na gut, er sagte, er ist auch nur Mensch. Das stimmt natürlich. Was ich nicht gut fand, ist, dass immer von der Seite einer reingelabert hat. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Das hätte ich mir nicht gefallen lassen. Das war wohl ein Kollege von ihm. Der hat dann immer gesagt, stellen Sie die Fragen nicht und dies und das. Also ich finde schon, dass in der Politik unangenehme Fragen gestellt werden sollten und dürfen. Das ist Pressefreiheit. Das ist im Gesetz so verankert. Wenn das ZDF da Leute schickt, die sich vorher nicht eingelesen haben, dann tut es mir leid. Natürlich. Das gilt für alle Parteien. Aber nun gut. Ja, Herr Höcke wollte dann nicht mehr. Also ich würde jetzt ihn persönlich auch nicht wählen. Ich würde jetzt auch nicht, ja, wie soll ich sagen, ich würde jetzt auch nicht in die AfD eintreten. Ich war mal in der CDU drin, da bin ich wieder raus. Seitdem bin ich total unpolitisch. Also ich stelle mich auf überhaupt keine Seite und ich hätte auch gar keine Lust darauf, weil letztendlich ja, gibt es nur Diskussionen und ich hasse Diskussionen. Ich mag Diskussionen nicht und ich arbeite mit meinem Geschäftspartner zusammen. Wir diskutieren nicht lange, wir fackeln nicht lange. Wenn uns im Geschäftsleben eine Person nicht zusagt, dann wird sie nicht daran teilnehmen. Hier ist es anders, hier wird diskutiert. Das ist in der Politik so gang und gäbe. Die letzten Jahre auch so, es ist leider so. Es wird mehr diskutiert, als gemacht wird. Das gilt für alle Parteien und jeden. Und das, finde ich, sollte vielleicht mal ein bisschen, ja... Also Diskussion, man kann miteinander reden, aber wenn das Gespräch nichts bringt, dann wird es abgebrochen. Und bei uns ist das so. Ne? Wenn jemand nicht funktioniert im Musikbusiness, dann ist es so, nee, mit dem arbeiten wir nicht, der funktioniert nicht. Da brauchen wir auch nicht hinterher rein diskutieren oder sonstiges. Das früher mal gemacht bei Freunden in der Schule, die sind dann auch hinter mir hergerannt, weil ich dann immer abends schön lecker Pizza ausgegeben habe. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Höcke hat den ZDF-Journalisten ja keine Pizza ausgegeben oder andersrum. Das wäre vielleicht mal ein bisschen besser gewesen. Hätte Höcke schön Pizza gekaut und die Journalisten hätten auch Pizza gehabt, hätten sie wenigstens was zu essen gehabt. So, ja, das ist das ZDF-Interview. Ach, das wurde am Sonntag ausgestrahlt. Aha. Also, ich finde auch nicht, dass es irgendwie ein... Es ist ein Interview, aber es ist kein schönes Interview, was man jetzt führen könnte mit einem Politiker und andersrum. Also, ich finde auch... wenn Herr Höcke das Interview nicht machen will, dann soll er auch zu Hause bleiben. Also beide Seiten sollen dann einfach besser zu Hause bleiben, weil es bringt so nichts. Na, aber jeder guckt es jetzt, natürlich will er wissen, was hat Höcke gesagt, was haben die Journalisten gesagt. Aber Diskussionen werden uns beim Klima nicht weiterhelfen. Diskussionen werden uns nur, also eigentlich hilft nur das weiter, zum Beispiel jetzt beim Klima, dass man die Welt da, wenn wir jetzt anpacken, also wenn wir jetzt diskutieren, ja, dann bringt das alles nichts, jeder hat eine andere Meinung und dann geht die Welt trotzdem den Bach runter. Und deswegen, ich würde eher sagen, so jemand, der anpackt, ja, wir schicken so einen Terminator, so Arnold Schwarzenegger da einfach, der ändert die Temperatur, wenn er das kann, oder dreht einmal die Welt so um 20 Jahre zurück oder 30 und dann sind wir wieder bei dem Klima, was wir haben können. Ich weiß es nicht, oder so ein Superman, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie Gottes Kraft, Gottes Hand, whatever.